Winter Wonderland in den Alpen. Anziehungspunkt für Millionen von Skitouristen. Anfang Dezember heißt es Manege frei für Sport, Show und Entertainment. Aber damit der Zirkus Alpin jedes Jahr seine Zelte aufschlagen kann und wie hier in Kitzbühel zur Legende wird, ist ein enormer technischer, aber auch finanzieller Aufwand nötig. Um die Manege in den Kitzbüheler Alpen attraktiv in Szene zu setzen, investieren die Macher von Kitzski jedes Jahr Millionen. Die Ansprüche steigen in allen Lebenswelten. Ob in der Wohnung, beim Auto oder beim Skiausflug. Heute will man nicht mehr in einem Holzsessel nach oben rattern, sondern auf feinstem Leder mit Sitzheizung zum Gipfel gleiten. Nicht nur Currywurst mit Pommes, sondern auch mal Langusten verspeisen. Man hört Ibiza-Sound, chillt und jeder Moment wird zum Lifestyle. Die Skiarena Kitzschi wurde wiederholt zum besten Skigebiet der Welt gewählt. Warum? Schlichtweg, weil man hier 365 Tage im Jahr mit Leidenschaft und Akribie arbeitet. Es sind die stillen Helden, die Backstage für unser Vergnügen sorgen. Hochsommer am Kitzbüheler Horn. Kein Mensch denkt jetzt an Pulverschnee und Après-Ski. Im Gegenteil, man entdeckt die Region mit Bike und Bergschuh. Doch der erste Eindruck täuscht. Schon jetzt läuft der Countdown für die neue Saison. Während Urlauber die Aussicht genießen, schwingt sich Elisabeth Moder mit ihrem Team in luftige Höhen und checkt auf den Stützen, Seil und Rollenbatterie. Eigentlich machen wir es in einem gewissen Jahresrhythmus. Aber wir schauen auch bei der jährlichen Streckenrevision, schauen wir uns die Spur und den Lauf für die Rollen an. Und wenn wir da erkennen, dass wir im Winter irgendwie ein bisschen auf die Seite gekommen sind, oder oft kennt man schon mit freien Augen ein bisschen und messen wir da genau nach. Und wenn wir da eine gewisse Neigung haben oder überschritten haben, dann wissen wir, dass wir die Buchsen tauschen müssen. Und das Ganze in rund 20 Metern Höhe. Nichts für schwache Nerven und ein Job, der höchste Konzentration, aber auch Verantwortung fordert. Und beide Voraussetzungen bringt Elisabeth Moder mit. Sie ist eine von wenigen Frauen im Team und hat mit dieser Arbeit auch ihren Traumjob gefunden. Das Leben der Skifahrer hängt im wahrsten Sinne an einem Seil und dessen Sicherheit hat oberste Priorität. Sie müssen die Bahn und ihre Konstruktion lesen, analysieren und entsprechend agieren. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Bei den zahllosen Stützen und Vorrichtungen im Skigebiet eine echte Mammutaufgabe. Die Herausforderung ist eigentlich, dass selbst bei baugleichen Teilen, wir haben immer andere Neigungen. Jede Stütze steht anders im Gelände, hängt ein bisschen in eine andere Richtung. Mal ist steiler, mal ist flacher. Ist Seil arbeitet immer anders. Mal druckt es eher nach oben bei den Batterien oder liegt eher auf. Und das kann man oft genau im Vorhinein nicht ganz so gut sagen. Und da liegt dann eigentlich die Herausforderung, dass man das herausfindet und sich dann vor Ort darauf einstellt und das dann macht. Vor allem die sogenannten Rollenbatterien, über die das Tragseil geführt wird, sind hohen mechanischen Kräften ausgesetzt. Alle 10 Sekunden wird hier ein Sessel über das System gezogen. Zudem sind sie ständigem Wetterwechsel ausgesetzt. Klar, dass hier mit der Zeit ein Austausch erfolgen muss. Bei der Sicherheit geht es eigentlich nur um die Relevanz, wie viel Gewicht habe ich hängen, wie oft schere ich ein oder lenke ich um. Also was hemmt meine Hebezeuge, so wie der Greifzug unten oder der Kettenzug. Und auf das muss ich halt Acht geben, aber wir sind da überall auf der doppelten Sicherheit mindestens, wenn nicht mehr. Und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Und das unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Dennoch muss das Team die Höhe komplett ausblenden. Ungeübte wären ständig mit der Balance beschäftigt. Sie aber müssen arbeiten. Es sind immer wieder die gleichen Herausforderungen. Eben, wo zieht das Seil hin, was tun wir damit? Aber an und für sich sind wir ein eingespieltes Team und dann geht das immer relativ gleich runter. Und im besten Fall geht es relativ zackig.
Das war erst eine Stütze von Hunderten, die untersucht und gegebenenfalls repariert werden müssen. Währenddessen sind die Männer an der Pumpenstation am Werk. Auch diese zentrale und wichtige Einrichtung kommt einmal im Jahr genau unter die Lupe. Ohne Kanonen kein Schnee und damit kein Skibetrieb. Hier am Kitzbüheler Horn, dem Familienskigebiet, ist man ein eingespieltes Team und kennt sich seit Jahren. Einer von ihnen ist der stellvertretende Betriebsleiter Maximilian Keudl. Wir befinden uns jetzt hier am Speicherdeich Hornköpfel, wo unten die Pumpstation angeschlossen ist. Die Pumpstation ist die Station, wo das gesamte Wasserleitungsnetz für die Schneekanonen da am Berg speist. Wir haben ca. 70 Schneeerzeuger auf 140 Zapfstellen. Das heißt, wir müssen auch die Schneeerzeuger manchmal von einer Zapfstelle zur nächsten weiter transportieren. Also unser Speicherdeich hat ein Nutzvolumen von 120.000 Kubikmeter. Das sind 120 Millionen Liter Wasser. Mit dem Ganzen kann man sich ungefähr ausrechnen, mal 1,5 mal 2, was man an Schnee produzieren kann. Das heißt, wir produzieren ca. 200.000 Kubikmeter Schnee mit dem Speicherdeich am Horn. Damit diese enorme Leistung auch im Winter abgerufen werden kann, hören die Experten ganz tief in das Pumpensystem hinein. Wir haben jetzt hier an einer solcher Zapfstelle einen Durchfluss, da wir in der Pumpstation unten gerade Schwingungsmessungen durchführen. Diese Schwingungsmessung wird einfach an der Pumpe die Schwingung gemessen, um die Laufruhe der Pumpe feststellen zu können. Die ist sehr wichtig, da man dann im Schneibetrieb davon ausgehen kann, dass die Pumpe hundertprozentig einsatzfähig ist. Wichtig ist es dabei, dieses hochmoderne Konstrukt dennoch harmonisch in die Landschaft einzubetten. Nichts soll dem Panoramablick im wahrsten Sinne im Wege stehen. Vieles ist gut versteckt. Da sehen wir jetzt so einen Schneeschacht. Da werden dann die Schneekanonen angeschlossen. Wir haben solche Schneeschächte am Kitzbüheler Horn, 140 Stück. Am Schneeschacht unten befindet sich der Wasseranschluss und der Stromanschluss für die Schneekanone. Wir können da auch kurz reinschauen. Wie läuft's? Wir haben die schon gesucht. Das ist noch ein Überbleibsel vom Winter. Manchmal vergessen wir die Schneemacher in die Schächte. Die kommen dann im Frühjahr raus, das wird die Murmeltiere. Ja, von den Mitarbeitern wird einiges abverlangt und sei es die Überwinterung in einem Schacht. Der Außeneinsatz war erfolgreich, die Leitungen zwischen Speichersee und Schacht stehen. Jetzt wird es Zeit, einen Blick in die Schatzkammer hier oben am Horn zu werfen. In dieser Garage lagern die Schneekanonen. Ohne sie wäre kein Skibetrieb möglich. Und jede von ihnen kostet über 20.000 Euro. Und der Herr der Kanonen ist André Klabischnik. Also bei uns schaut der Sommer so aus, wenn bei uns die Wintersaison vorbei ist, beginnen wir damit, die ganzen Schneeerzeuger abzubauen. Wenn sie dann abgebaut sind, werden sie gereinigt, sie werden gewartet. Das heißt, die einzelnen Komponenten werden kontrolliert, ob alle Funktionen gehen, ob alles in Ordnung ist, damit wir dann für den nächsten Winter schon wieder gerüstet sind. Also hier sehen wir unseren Düsenkranz mit den einzelnen Wasserdüsen und den Nukleatoren. Die schauen so aus. Bei den Nukleatoren wird dann Wasser und Luft gemischt. Da entsteht dann dieses Gefrierkorn. Und dieses Gefrierkorn ist total wichtig für die Produktion, weil da bleiben die kleinen Wassertropfen hängen. Und so entsteht dann der technische Schnee. Doch die Mitarbeiter haben auch die Gefahren des Schnees im Auge. Regelmäßig müssen Hänge gesprengt werden und die Sprengkapseln zur Sicherheit im Sommer von einem Helikopter eingesammelt werden. Auch das zählt zu ihren vielfältigen Aufgaben. Da hinter uns sehen wir gerade einen Helikopter, der war einen unserer Lawinensprengmasten entfernt. Der hat da seine Spezialhalterung am Tau hängen, der wo er sich exakt über diesen Sprengmasten positioniert. Dann muss er sich einhaken und durch Zug, durch den Helikopter, dreht sich dieser Sprengmasten vom Turm und dieser wird dann hinter uns über den Sommer gelagert und gewartet. Und schon hängt einer der Sprengkränze am Haken. In ihm befinden sich die einzelnen Sprengladungen. Für das Entkoppeln braucht der Pilot ein gutes Fingerspitzengefühl und ein ruhiges Händchen. Der Haken muss durch die Öse und das im schwebenden Zustand. Eigentlich auch eine Aufgabe für Wetten, dass.
Ja, und Wette gewonnen. Der Pilot liefert alle Sprengsysteme am Depot ab. Im Herbst werden die dann wieder mit Sprengstoff gefüllt und dann wieder auf den Masten rausgesetzt. Da sitzt dann in jedem dieser Rohre eine Sprengladung. Sollte dann das Sprengsignal vom Sprengmeister kommen, kriegt die Steuerung den Signal mittels Mobilfunk. Die Sprengladung fällt durchs Eigengewicht runter, vergehen noch 40 Sekunden Zündzeit. Das ist einfach durch die Zündschnur geregelt, die Zünddauer. Und dann detoniert der Sprengstoff ca. 2 bis 3 Meter oberhalb der Schneedecke. Wir machen jetzt gerade einen Transportflug. Da wird jetzt eine Spezialgrassamenmischung hintransportiert. Also diese Spezialgrassamenmischung, die kann man ja bestellen, weil es ist ja nicht auf jeder Meereshöhe die gleiche Flora und Fauna. Das heißt zum Beispiel im Tal unten auf 700 Meter Seehöhe sind andere Blumen, andere Gräser als wir hier auf 1700 Metern Höhe. Und die wird dann speziell gemischt für unsere Anwendungen, damit wir halt die gleichbleibende Natur wieder zurückbekommen. Und das ist den Männern wichtig. Sie schätzen Hightech am Berg, aber wollen ebenso den Erhalt ihrer Heimat- und Kulturlandschaft pflegen. Diese Maßnahmen widerlegen viele Vorurteile. Also dann, Daumen hoch für den Hüter der Schneekanonen, aber auch unserer Natur. Wenig später kommt der Helikopter auf der anderen Seite zum Einsatz. Die weltberühmte Streif lockt nicht nur im Winter Gäste an. Nein, auch im Sommer pilgern die Menschen zum Heiligen Berg. Nach dem Mount Everest wohl die bekannteste Erhebung auf der Erde mit dem gewiss gefährlichsten und legendärsten Skirennen der Welt. Jede Kurve, jeder Sprung hat Geschichte geschrieben, die nun auf großen Schautafeln erzählt wird. Eine Rennstrecke wird zur Pilger- und Begegnungsstätte. Dies ist nur in Kitzbühel möglich. Andreas Brandner hat alles im Blick und Griff. Ja, wir fliegen auf die Orte an, jeweils mit den Flughelfern. Und überall ist beim Wegflug ist ein Mann dabei von uns und beim Hinstellen sind 2 Mann von uns dabei. Wer die Helden im Fernsehen gesehen hat, will nun ihre Wirkungsstätte bestaunen. Rennfahrer sind die Gladiatoren unserer Zeit. Und wer den schmalen Pfad entlang der Rennpiste emporstapft und dann vom Starthaus ins Tal blickt, wird sehr, sehr demütig. Die Streif hat Helden erschaffen. Auch das ist eine Nummer im Zirkus Alpin. Das Skigebiet wird von 57 Bahnen umspannt. Der Worst Case wäre ein Unfall. Und hierfür müssen die Mitarbeiter täglich gewappnet und vorbereitet sein. Dann, wenn Tag X eintreten sollte und sich ein schwerer Unfall ereignen würde. Vorstand Christian Wörister hält das Szenario fest. Heute Morgen ist es um ca. 9.30 Uhr zu einem Bahnstillstand der Wagstellbahn in Jochberg gekommen. Grund des Stillstandes war eine Seilentgleisung. Zum Glück nur eine Übung unter der Einsatzleitung von Andreas Innerhofer. Informationen alle. Bergung der Wagstellbahn wird eingeleitet. Bitte alle verfügbaren Einsatzkräfte zur Wagstellbahn-Talstation bringen. Thank you.
Bereich Stütze 3, Stütze 2, talfahrseitig eine verletzte Person im Acker liegen hatten mit Verdacht auf Oberschenkelfraktur. Diese Person musste natürlich priorisiert werden und bevorzugt geborgen werden. Die wurde im Anschluss auch durch das Rote Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Und gegenüberliegend wurde mir schon informiert, dass eine Person mit kleinen Kindern besetzt ist und die wurde im Anschluss nach der verletzten Person geborgen. Personen geborgen und die letzte Person ist um 11.14 Uhr erfolgreich am Boden gewesen. Wir haben um 9.24 Uhr alarmiert und haben bis zur letzten Person am Boden 1 Stunde 50 gebraucht. Worauf der Vorstand ein Fazit aus den Ereignissen zieht. Und so eine Übung wie heute deckt einen weiteren Teil einer Bergbahn ab. Das ist nämlich das wichtigste Thema, die Sicherheit. Sicherheit steht über allen Facetten, die unser Unternehmen bedient. Und Sicherheit ist auch nicht nur zum Einschalten und wir sind sicher, sondern Sicherheit muss geübt werden. Und Sicherheit geht über unser Unternehmen hinaus. Wir haben alles qualifizierte Kolleginnen und Kollegen, die sich das ganze Jahr über mit dem Seilbahnbetrieb beschäftigen. Nur sollte ein Ernstfall eintreten, den wir heute mit diesem Seilbahnstillstand geübt haben, dann braucht es mehr. Dann braucht es die Rettungskräfte aus der Region, die freiwilligen Helfer der Bergrettung, die Unterstützung der Polizei, der sanitären Dienste und all das muss auch koordiniert werden. Und da sind wir natürlich immer im Wesentlichen auf unsere Betriebsleiter in den einzelnen Betriebsleitungen angewiesen, die das Know-how haben, die die Leute kennen, die ihre eigenen Anlagen bestens kennen. Und deshalb, wenn man da heute schaut, in diesen 2,5 Stunden, haben wir da sehr, sehr viel geschaffen. Ein Beispiel, wie wichtig Gemeinschaft und vor allem auch die Unterstützung von freiwilligen Helfern ist. An ihrem Haken hängt im wahrsten Sinne ein Menschenleben. Damit man von derartigen Szenarien verschont bleibt, wird ein großes Augenmaß auf die Technik gesetzt. Das wichtigste Sicherheitssystem bei einer Bergbahn ist die Bremse. Und die wird mit einem umfassenden Test an ihre Grenzen gebracht. Früh am Morgen kommen Betriebsleiter und Techniker an der Hahnenkammbahn zusammen, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Betriebsleiter Hans-Peter Schweiger ist sich der Bedeutung dieser wichtigen Maßnahme bewusst. Also die jährlichen Bremsproben, das ist eigentlich der Gesundheitscheck der Seilbahn. Es werden hier eine volle Seilbahn beladen mit 25 Tonnen am Belastgewicht. Also es wird simuliert, dass die Seilbahn voll beladen ist. Und dann werden die schärfsten Bremsungen durchgeführt, damit man eben sieht, ob alle Werte genau in den Abnahmewerten sich bewegen, so dass man dann für die Saison einfach gerüstet ist. Seilbahnen zählen zu den sichersten Verkehrsmitteln der Welt und das hat auch seinen Grund. Alle sicherheitsrelevanten Bauteile und Systeme wie das Tragseil, die Rollenbatterie, aber eben auch die Bremsen werden regelmäßig durchgecheckt. Während der Tests werden Analysen und Diagnosen erstellt und sofort protokolliert. Jede kleinste Abweichung wird festgestellt und die Ursache ergründet. Damit eben keine Fahrbetriebsmittel aufeinanderstoßen können, muss eben die Bremskraft genau eingestellt sein. Sie darf nicht zu scharf sein, dann würde es eben in den Kabinen zu starken Schwingungen kommen.
Und wenn sie zu wenig eingestellt ist, zum Beispiel bei einem Notfall, beim automatischen Abstellen der Anlage, würden Kabinen aufeinanderfahren. Und das muss eben durch die genau geeichte Bremskraft genau definiert sein. Man belastet dabei das Bremssystem über Volllast, um noch einen weiteren Puffer zu haben. Zudem verfügt jede Seilbahn über mehrere Sicherheitsmechanismen. Auch die physikalischen Auswirkungen wie die Erhitzung der Materialien werden kontrolliert. Gegebenenfalls müssen Teile vor der Ermüdung ausgetauscht werden. Jedes Grad, jeder Zentimeter und jedes Kilogramm sind vorgeschriebenen Normen unterworfen. Die stärkste Belastung bei der Bremsung ist dann hier auf der Bremsscheibe und am Reibbelag. Klassische Einseilumlaufbahnen wie die am Hahnenkamm verfügen über mehrere Sicherheitsnetze, die im Notfall ineinandergreifen. Jedes dieser Systeme wird getrennt voneinander, aber auch in der Abfolge geprüft. Klar, dass auch diese Testverfahren im Team mehrfach kontrolliert werden. Im Normalfall bremst eigentlich der Motor, da wird alles elektrisch heruntergeregelt und man hat eine schöne Kurve, wo die Bremsung erfolgt. Aber dann hat man noch übergeordnete Systeme, und zwar einmal die Betriebsbremse, die ist direkt am Motor draufgeflanscht. Da hat man die hohe Drehzahl und da kann man auch noch relativ schön und gut geregelt bremsen. Das ist ein hydraulisches System mit einer vorgespannten Feder. Also wenn ein Stromausfall oder ein Schlauch platzt oder was auch immer, die Feder wird dann immer die Seilbahn zum Stillsetzen bringen. Und dann, falls diese Bremse auch noch ausfallen würde, dann gibt es immer noch die große Bremse, die Sicherheitsbremse an der Antriebsscheibe. Das ist dann unser letztes Bremssystem, was nur eingreifen würde. Und das bringt dann die Seilbahn auch noch zum Stillstand. Ein zentraler Punkt im System ist die Antriebsscheibe. Hier stehen wir auf der Antriebsscheibe der Seilbahn und hier sehen wir noch unsere zwei Sicherheitsbremsen. Das sind unsere letzten, oder es gibt ja drei Sicherheitssysteme bei einer Seilbahnanlage, die Seilbahn stoppen können. Einmal das elektrische Halt, wo der Motor die Bremsung einleitet. Dann gibt es am Motor und am Getriebe eine Bremseinrichtung. Das ist die Betriebsbremse. Und dann das dritte System, das sind hier die Sicherheitsbremsen, die direkt an der Antriebsscheibe angebracht sind. Das sind auch wieder federvorgespannte Bremsen, die hydraulisch gelüftet werden und dann eben die Bremskraft auf den großen Bremskranz aufbringen. Eine Seilbahn ist ein hochkomplexes Konstrukt, das mechanische wie elektrische und hydraulische Abläufe in sich vereint. Klar, dass der Betriebsleiter ein umfassendes Wissen von der Antriebsscheibe bis hin zum Notstromaggregat mitbringen muss. Das ist unser Notstromaggregat. Falls wir einen Stromausfall im Gebiet haben, dann müssen wir die Seilbahn noch leer fahren können. Und das wird eben mit diesem Notstromaggregat garantiert. Sondern weit nach oben in den Himmel haben diese Mitarbeiter der Bergbahn. Im Herbst ist es soweit. Über 1000 Kanonen, sogenannte Schneeerzeuger, werden in Position gebracht und auch das mit Unterstützung eines Helikopters. Die Piloten kennen die Topographie des Skigebietes blind. Daher können im Minutentakt die gewaltigen Maschinen aufgestellt und angeschlossen werden. Alles unter der Regie von Angela Hölzel. Wir starten eben mit Ende September, Anfang Oktober, die Kanonen hinzustellen.
Und da werden sie eben aus ihrem Sommerlager geholt und dann hingefahren zu ihrem jeweiligen Schacht, werden dann angeschlossen. Und es hat auch, jeder Schacht hat eine Nummer. Und diese Nummer ist auch hinterlegt, die müssen wir dann händisch eingeben in die Kanone. Wir können sie dann starten über ein eigenes Programm. Also wir wissen eigentlich im Winter, im Schneibetrieb, wo welche Kanone läuft. So gehen die Männer und Frauen der Bergbahn mit an Bord des Helikopters und werden zum jeweiligen Montageort geflogen. Dort weisen sie dann den Piloten exakt ein, damit die Kanone ihr Fundament auch findet. Ein Transport mit Lkw wäre angesichts zahlreicher Steilhänge undenkbar. Zudem müssen die Kanonen im Laufe einer Saison immer mal wieder umgesetzt werden. Die unterschiedlichen Kanonentypen werden ganz spezifisch aufgestellt. Das ist eben eine mobile Kanone. In dem Fall ist sogar eine Silent-Kanone, weil wir hier eben neben einem Gasthaus sind, damit sie nicht so laut ist. Die ist ein bisschen leiser. Und die mobilen werden dann im Laufe des Winters nochmal woanders hingestellt, weil wir haben Pisten der ersten und der zweiten Priorität. Also es werden zuerst die wichtigen Pisten beschnitten. Wenn diese in Ordnung sind, werden dann die Pisten der zweiten Priorität beschnitten. Und wenn die in Ordnung sind, werden sie eigentlich verräumt. Weil eine Kanone auf der Piste ist ein Gefahrenpotenzial. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Aber selbst der Aufbau der rund 700 Kilogramm schweren Hightech-Geräte ist nicht ungefährlich. Eine Unachtsamkeit des Piloten oder eine Windböe könnte fatale Folgen haben. Jeder ist hier voll konzentriert, vor allem auch, um im Zeitplan zu bleiben. Es geht im wahrsten Sinne um Millimeterarbeit. Wir achten darauf, dass sie eben ein bisschen über dem Schacht steht, aber so, dass sie die Kanone entleert immer, nicht auf den Schacht drauf entleert, damit wir dann nicht keine Eisflächen haben. Wir achten eben auch darauf, dass so steht, dass dann im Winter besser zum Absichern geht. Weil das ist natürlich heutzutage ein großes Thema, die Absicherung. Dann muss sie natürlich relativ schön stehen. Im Waagrechten, da wird eben dann gekurbelt, damit sie schön gerade da steht. Wenn sie schief steht, war es vielleicht auch nicht ganz ungefährlich, dann kann sie auch umfallen, durchaus möglich. Es ist auch, man dreht sie, ich zeige es kurz, auch händisch ab, je nach Wind. Und das geht natürlich viel, viel besser, wenn sie gerade steht. Also es macht viel aus. Sind die Kanonen fixiert, werden sie an Strom- und Wasserleitsystem angeschlossen. Hierfür wurden eigens Schächte gebaut, die nicht nur ökonomischen, sondern auch ökologischen Zielen dienen sollen. Daher gibt es auch bei der Beschneiung ein System. Wir haben eine bestimmte Soll-Schneehöhe. Da haben wir einmal gerade zu Beginn rechnen wir mit Wassermengen, weil da haben wir noch keine Schneehöhe. Zu späterer Zeit fahren dann die Pistenmaschinen drüber, da haben wir dann eine Schneehöhe. Und wenn das dem Soll entspricht, wird die Beschneiung für dort abgeschlossen. Sollte allerdings der Fall auftreten, dass jetzt ein Hausnummer Föhnsturm, ist durchaus möglich, dass wir nachbeschneiden müssen. Dann müssen wir halt die Schächte wieder reaktivieren und die Kanonen wieder hinstellen. Im Winter ist das auch durchaus leichter, weil wir es mit der Pistenmaschine hinfahren können. Da sind wir flexibler. Und die Digitalisierung hat auch die Beschneiungsanlagen längst erreicht. Ja, man kann diese gigantischen Maschinen quasi vom Homeoffice mit einer App bedienen. Früher musste eine neue Justierung bei Wind und Wetter per Hand erfolgen. Heute öffnet man eine App. Es ist heutzutage Stand der Technik, dass man ein Leitsystem bei der Schneeanlage hat. Heutzutage ist man ja cool, hat man auch schon eine App. Dann kann man wirklich im Betrieb, wenn ich jetzt unterwegs bin, an der 3S oben, die Kanone am Bernbach-Kogel drüben ausschalten, weil sich der Wind gedreht hat. Also man ist sehr mobil, sehr flexibel, braucht man auch. Ist wirklich sehr viel wert. Je nach Kanonentyp und Temperatur schießen rund 1 Liter Wasser pro Sekunde durch die Kanone. Dabei werden rund 400 Kilogramm Schnee pro Stunde erzeugt. Die Basis für eine perfekte Piste. Es ist soweit. Die Skiarena erstrahlt in weißer Pracht und die Legende lebt. In den frühen Morgenstunden bringen die Antriebsscheiben die Bahnen in Schwung. Der Zirkus Alpin hat wieder geöffnet. Und im Minutentakt werden die Alpinisten auf den Berg gezogen.
Diese Bahn fährt schneller als die alte Bahn. Wir haben 7 Meter pro Sekunde höchste Fahrgeschwindigkeit. Die alte Bahn hatte nur 5 Meter pro Sekunde. Das wirkt sich natürlich auf die Fahrzeit von 9 Minuten aus. Und das mit modernster Technik. Die Technik ist vollautomatisiert. Die Mitarbeiter schauen nur mehr auf das sichere Einsteigen, ob die Skier richtig sitzen, ob die Beförderungszahl stimmt von 10 Personen maximal. Und dann geht es nach oben, auf die Ehrenbachhöhe. Eine von vielen Eingangstüren in den Circus Alpin und den perfekten Skitag. Fast 600 Hektar werden in der Arena Kitzschi jeden Tag bespielt. Über 233 Pistenkilometer werden zum Trapez für Sportler, Poser und Enthusiasten. Feel the feeling. Sobald die Bahnen schließen, öffnen sich die Tore der Garagen. Bis tief in die Nacht werden blaue Abfahrten ebenso wie massive Steilhänge präpariert. Stefan Hetzenauer führt dabei Regie und kennt jedes Detail der PS-Giganten. Ja, wir sind da jetzt beim Seitenflügel. Der Seitenflügel hat die Aufgabe, um den Schnee von der Seite herein zu befördern und den praktisch auf die andere Seite oder an einen anderen Ort zu transportieren. Dann kommen wir da zum Heben-Senken und zum Neigen. Das ist eigentlich die größte Herausforderung vom Pistenbully, weil das immer abhängig ist von den Schneeverhältnissen. Bei hartem Schnee reagiert das Schild am Boden ganz anders als wir bei weichem Schnee. Und das ist immer abhängig, wie da der Winkel vom Schild steht. Das ist eben diese Neigenbewegung. Und wenn man zu weit ist, dann sogenannt frisst es die in den Boden rein. Und wenn man zu weit hinten ist, dann hat man gar keinen Schnee mit. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Eine weitere Herausforderung ist sicher die Arbeit mit der Seilwinde. Sie dient nicht nur dazu, die Raupe beim Aufstieg zu unterstützen, sondern auch von einer Seitenlage oder Schräglage abzuhalten. Die Piloten müssen bei diesem Einsatz besonders sensibel und behutsam vorgehen. Der Neigungswinkel mancher Hänge ist jedoch derart steil, dass selbst die Seilwinde an ihre Grenzen kommt. Und genau mit diesen Gefahren werden die Männer bei der gefährlichsten und bekanntesten Rennstrecke der Welt konfrontiert. Wenn ich jetzt noch die Rennstrecke hernehme, die Mausefalle ist extrem steil, aber es ist ganz eine gerade Piste. Das heißt, es ist vom Präparieren her nicht so schlimm, obwohl sie extrem steil ist. Viel schlimmer sind dann diese alte Schneise, weil das alles schräg ist. Und ganz schräge Pisten sind auch ganz schwierig zu präparieren. Ebenso ist diese hausbekannte Querfahrt, die was ja berüchtigt ist, auch ganz schwierig zu präparieren, weil sie einfach extrem schräg ist. Nicht so, dass da ganz ein junger Fahrer kommt und der dann die Streif präparieren darf, sondern das sind wirklich die erfahrensten Leute, was das schon Jahre, Jahrzehnte lang machen. Weil einfach da die Unfallgefahr oder das Risiko, dass irgendwas passiert, dann zu hoch wäre. Wenn wir jetzt bedenken, wir präparieren die komplette Streif zu 100% mit der Pistenmaschine. Jeder Ankerpunkt ist da geprüft mit wirklich TÜV zertifiziert. Und da ist es wirklich ganz, ganz schlimm, wenn ein Seil reißen würde, weil einfach das Gelände so grenzwertig ist, dass man mit Unfällen sie einfach dann ein Riesenproblem hat. Neben der Technik spielen Koordination und Kommunikation eine wichtige Rolle. Dabei sind alle Pistenbullys miteinander vernetzt und kommunizieren auch untereinander. Durch die festgelegten Routen und Pisten wissen die Fahrer immer tagesaktuell, wo sich wie viel Schnee befindet und können ihn an die richtigen Stellen verteilen. Die Hilfe kommt dabei aus dem All. Für das brauchen wir eine Basisstation, die ist da oben stationiert und an sämtlichen Stationen rundherum Funkstationen. Das heißt, die, was die Daten dann von den Pistenmaschinen im Prinzip holen und dann an die anderen Pistenmaschinen wieder weitergeben. Ja, und bei allen Pistenmaschinen Sidelink. Sidelink heißt, dass alle Daten, was eine andere Pistenmaschine aufnimmt, auch aktuell in meine Pistenmaschine da gespielt werden. Das heißt, ich brauche nicht selber alles zu befahren, sondern ich kriege immer die aktuellsten Daten
der anderen Pistenmaschinen auf meinen Bildschirm. Und somit weiß man immer die aktuellen Schneehöhen, wie es überall da liegt. Früher war es ein Blindflug oder eine Fahrt nach Gefühl und Erfahrung. Heute kann man mit dieser Technik auch wesentlich ökologischer und im Umkehrschluss auch ökonomischer mit der Ressource Schnee umgehen. Durch die Digitalisierung bei Schnee- und Pistenmanagement können die Pistenraupen gezielter und damit effizienter eingesetzt werden. Ist noch lange nicht Schluss. Jetzt wird alles abgebaut und verstaut, sogar der Schnee. Ja, Betriebsleiter Andreas Hochwimmer errichtet jedes Jahr ein Schneedepot. Ja, hier lagern wir ca. 30.000 Kubikmeter. Und für das haben wir das auslangen, dass wir die Piste mit 700 Meter Länge und 60 Meter Breite im Herbst nachher fertigstellen können. In Jochberg soll eine Trainingsstrecke für Rennteams schon im Oktober zur Verfügung stehen. Das Schneedepot sichert wertvolle Ressourcen, die man sonst erst wieder produzieren müsste. Grundsätzlich können wir den Saisonstart definieren oder fixieren. Und wir haben für unsere ganzen, für den Spitzensport, für das Training, für die Skiclubs, haben wir eine Möglichkeit, dass da die ersten Schwünge ziehen können Ende Oktober. In allen Bereichen bemüht man sich, auch ökologisch zu handeln. So ist das Schneedepot ein Beispiel von vielen, den Einklang und Dialog zwischen Ökonomie und Ökologie zu finden, wenngleich die Isolierung der kalten Ware sehr anspruchsvoll und aufwendig ist. Der Aufwand jedoch lohnt sich. Wir betreiben das jetzt schon seit 2015 und haben da natürlich schon sehr viel Erfahrung vom Isolieren her. Wir sind da schon sind immer besser geworden und in den letzten Jahren haben wir einen Schmelzfaktor gehabt von 15%. Und das, da bleibt so viel übrig. Das und vor allem, wo wir total überrascht gewesen sind, immer, ist die Qualität, was nachher da hervorgeht. Das ist einfach für den Spitzensport einfach gut geeignet. Über Wochen sind die Männer rund um Andreas Hochwimmer beschäftigt. Kaum zu glauben, dass dieser riesige Schneeberg den Sommer überstehen wird. Aber die Praxis der letzten Jahre zeigt, es funktioniert. Sicherlich ein Aufwand, der nicht für alle nachvollziehbar ist und durchaus polarisiert. Aber die gewonnenen Erfahrungen können auch bei ähnlichen Projekten abgerufen werden. Und da sind da jetzt mit zwei, drei Pistenmaschinen dabei, der Aufwand. Wir sind da jetzt 5, 6, 7 Tage. Ich sage, eine Woche haben wir ca. Arbeit, dass wir das Depot zusammenschirmen. Und nachher haben wir noch 3, 4 Tage Arbeit, dass wir es mit der Mannschaft abdeckend, dass wir Isoliermaterial draufgeben, dass wir es gegen Wassereintritt schützen und dass wir das Gletscherfließ drauf dann, dass es verschlossen ist nachher. Wichtig war den Machern von Kids-Ski stets der ökologische Aspekt. Wenngleich dieser immer auch einen Spagat erfordert. Wie in allen Bereichen sind auch Mut und Innovation gefragt, um derart große Projekte letztlich umzusetzen. Wir haben da in den letzten Jahren dieses Schneedepot verhandelt, haben mit Ausgleichsmaßnahmen, haben mit Naturschutz, haben uns vereinbart, dass wir ökologisch vorgehen, dass wir im Herbst Strom sparen, Wasser sparen, Energie sparen. Und das in Summe, glaube ich, ist ein Miteinander, wo das jetzt gut funktioniert. Durch das Schneedepot können aber auch neue Technologien, Materialien und Verarbeitungen getestet werden.
Was sonst in Kältekammern gemessen wird, kann hier nun in der Natur und auf großer Bühne unter die Lupe genommen werden. Insofern wird Kitzschi bei diesem Projekt auch zum Partner von Wissenschaft und Industrie. Jetzt stehen wir genau vor den Isoliermatten, die was wir dann über den Schnee drüber ziehen und verkleben, dass gegen Wasser geschützt ist. Das ist eine Matte, wo es oben eine Alukaschierung, dazwischen eine Isolierung und auf der anderen Seite eine wasserabweisende Folie. Die wird drüber gezogen, vollflächig, und wird noch verklebt. Und dann ist er isoliert und gegen Wasser im Bach geschützt. Die Spezialfolien müssen dabei über Monate mehrere Funktionen erfüllen. Und vor allem auch mehrere Sommer trotz Umwelteinflüssen überstehen. Auch hier musste man sich Schritt für Schritt herantasten. Die Matten, die haben wir vor einigen Jahren entwickelt mit der Firma. Und das ist die Alukaschierung ist gegen die Abstrahlung gut von unten. Und jetzt haben wir es noch nicht. Und auf der anderen Seite ist eben eine weiße Folie, eine wasserabweisende, dass das Wasser nicht eintreten kann. Und das hat sich eigentlich bewährt. Weil man sieht ja die Büschungen mit Isolierplatten, was wir so verwendet haben, oder zum Teil auch verwenden oben drauf noch. Aber bei den Büschungen ist verrutschen die nachher. Und so ist das perfekt. Einfach wird das drüber gezogen, über die Büschungen als vollflächig zu, verklebt und perfekt gegen Witterungseinfluss. Und perfekt genug, damit zumindest ein Teil des Schnees in Ruhe übersommern kann und im kommenden Herbst zum Botschafter einer neuen Saison wird. So schließt sich der Kreis und der Blick Backstage auf 365 Tage Kitzschi. Der Zirkus Alpin kommt zur Ruhe und baut langsam seine Zelte ab. Gondeln werden eingefahren und Pistenraupen in den Sommerschlaf gebracht. Und wenn du im nächsten Jahr diese Manege betrittst, weißt du, dass hier für deinen Besuch und dein Erlebnis 365 Tage geprüft, gebaut und gearbeitet wird.